Rauch, Leben und Freiheit. Unter dem Slogan laufen viele Proteste, nicht nur im Iran, sondern auf der ganzen Welt. Ich tue das als Bürger dieser Stadt. Ich tue es als Abgeordneter des Deutschen Bundestages, als menschenrechtspolitischer Sprecher. Ich freue mich, dass viele gekommen sind. Vor Kindern, vor Frauen, vor Familien. Grund ihrer Festnahme, sie trug das Kopftuch nicht korrekt und ihre Haare waren unter dem Hijab zu sehen.